Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Top 10. Heute geht es um die Falchion Knives. Ich fange wie immer mit dem 10. Platz an, aber erwähne jetzt noch beiläufig, dass ich bereits alle Waffen, also Pistolen und Gewehre durchgemacht habe. Hier oben, da oben auf dem i, ist die Playlist verlinkt. Und am Schluss auch. 10. Platz, Knife Blue Steel. Das oder so ähnlich ist so ein typisches Knife, was man irgendwann mal bekommt von seinem Vater, Onkel, Opa zum Schnitzen, so ein Schnitzmesser. Schön mit Sicherung, dass man sich nicht die Finger abschneidet, wenn man es zuklappt, na ganz klar. Das Blue Steel ist bei mir auf dem 10. Platz, es kostet 118 Euro und ist eigentlich, ja. Auf dem 9. Platz liegt bei mir das Fate Knife. Ich finde, das passt einfach nicht gut zu dieser Knife-Form, diese Farbwahl. Deswegen nur 9. Platz. Eigentlich ist Fate bei mir immer so ein bisschen weiter oben, aber hier ist es jetzt nicht so prickelnd. Es kostet 144 Euro. Preise sind wie immer von CS:GO Stash und gebe immer den höchsten Nicht-Stat-Track-Preis bzw. Nicht-Souvenir-Preis an, also nur Standard. Meistens FN, aber manchmal sind ja auch Minimalware oder so dann doch teurer als FN. Also einfach davon den teuersten Preis. Der Griff sieht fast so ein bisschen golden aus. Das macht es natürlich schon ein bisschen besser, aber trotzdem Platz 9. Das Slaughter Knife liegt bei mir auf dem 8. Platz. Ich finde, diese Farbwahl und auch diese Texturwahl passt hier ganz gut auf dieses Messer, um nicht immer Knife sagen zu müssen. Es kostet 118 Euro, also genauso viel wie das Blue Steel. Obwohl ich es deutlich besser als das Blue Steel finde, aber gut, der Preis hat ja oftmals nichts mit dem Aussehen zu tun, also wie es eben einem gefällt. Es ist ja objektiv betrachtet oder einkategorisiert und eben nicht nach dem Preis. Aber ja, das kostet zufällig genauso viel. Sapalot. Das Crimson Web liegt auf meinem 7. Platz und ist praktisch eine Verbesserung des Slaughter Knives, finde ich. Also es sieht nochmal cooler aus, dieses Dunkelrot mit den schwarzen Spinnenfäden da drin. Das schaut schon nach was aus, ne? Ist nicht schlecht. Und vor allem eben auch der Kontrast zu den schwarzen großen Stücken des Griffes. Kann man nicht sagen. 130 Euro für dieses Knife. Ein Schlippel. Und da kommt auch schon das Tiger Tooth jetzt auf dem 6. Platz. Es hat also nicht wieder in die Top 5 hereinfinden können. Gelb ist eben einfach nicht so meins, aber auf diesen Messerkörper passt das doch sehr gut. Es glänzt einen halt ultra goldig an. Das macht schon einiges aus. Ich hätte den Griff auch noch verändert, wenn ich der Designer gewesen wäre. Also vielleicht dunkler gemacht? Ganz schwarz? Ich weiß es nicht. Aber so silber. Also oder halt Chrom. 168 Euro. Da kommen wir schon langsam in eine höhere Sphäre. Das Case Hardened Knife liegt bei mir auf dem 5. Platz. Diese Knives, ich hab's ja glaube ich letztes Mal schon erwähnt, gefallen mir immer, immer besser. Gut, da ist jetzt die Klinge nicht so schön voll, wartet mal. Hier ist es schon mal um einiges cooler. Also das, ich kann es gar nicht beschreiben. Ist einfach schön. Mir gefällt es sehr gut. Der Preis liegt hier bei 125 Euro. Es ist günstiger als die meisten, beziehungsweise im Moment gerade so die meisten. Und liegt auf dem 5. Platz. Ach, natürlich könnt ihr die Sachen für deutlich weniger Geld erhalten. Also um das nochmal erwähnt zu haben. Vielleicht sogar auf Skinbaron, Leute. Guckt mal vorbei. Unten ist es verlinkt. Da kann man Skins kaufen und verkaufen für echt Geld. Also wenn ihr Skins loswerden wollt und dafür direkt echtes Geld haben möchtet, könnt ihr das da machen. Der Link ist in der Beschreibung. Auf dem 4. Platz liegt das Rust Coat Knife und das sieht wirklich gut aus. Also das gefällt mir fast am besten. Es ist ja immerhin auf dem 4. Platz. Schön Battlescared natürlich, ganz klar. Hier in Well Worn sieht es schon mal ein bisschen schlechter aus. Und jetzt passt auf, Kosten. 75 Euro. Das ist wirklich machbar, oder? Also wenn man ganz, ganz zwingend, wozu ich nie raten würde, wisst ihr ja, ein Knife-Skin haben möchte und einem eben hier diese Falchion Knives gefallen, zuschlagen. Also natürlich nicht Stat-Track, das kostet 400 Euro oder so. Aber jetzt zum Beispiel genau das, der kostet nur 60 Euro, gerade auf dem Steam-Market. Und wie eben erwähnt, auf Skinbaron kann es auch sein, eben weil es von Privatleuten ist, dass es nochmal ein bisschen weniger kostet. Wenn man da was verkauft, hat man so eine Einstellung, wie viel Prozent des Steam-Preises man weniger bezahlen möchte, dass es schneller weggeht, ne? Dass die Leute schneller zugreifen und so weiter und so fort. Also da kann man auf jeden Fall vielleicht Schnäppel machen. Wir sind mal wieder bei den Top 3 angelangt. Ihr könnt also raten, welche Skins wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegen. Ratet kurz. Fertig. Und da haben wir das Doppler auf meinem 3. Platz. Da ist natürlich das Pattern auch entscheidend. Das hier gefällt mir zum Beispiel viel, viel besser als das hier. Auch wenn das nicht schlecht aussieht, auf keinen Fall. Aber dieses blau-grüne Richtung Gamma-Doppler, haben wir ja letztes Mal festgehalten, glaube ich, ist einfach eher meins. Hier ist nochmal so eine Zwischenstufe, obwohl nicht wirklich. Auf meinem 3. Platz, es kostet 268 Euro. Das ist schon ein Brocken. Setzt Geld lieber sinnvoll ein. Außer man hat wirklich zu viel, aber man hat nie zu viel Geld. Also von daher gibt es eigentlich nicht die Ausrede von wegen, ich habe zu viel Geld, ich kaufe mir mal eben ein Knife. Auf dem 2. Platz liegt das Damascus Steel. Nice. Ich hätte jetzt nicht zwingend hinten den Griff auch bestielt, den hätte ich dann eher schwarz gemacht oder silber oder irgendwie, aber es sieht auch nicht schlecht aus dadurch oder nicht schlechter oder irgendwie. Es wäre halt nur besser gegangen. Ich habe jetzt hier 1500 Euro stehen, habe ich mich da verschrieben. Also in Factory New ist es deutlich günstiger mit 118 Euro wie dieses Well Worn, das 1500 Euro kostet. Ihr wisst ja, ich nehme immer den höchsten Preis. Und hier sieht man zum Beispiel, dass es eben nicht immer das Factory New sein muss, das den höchsten Preis hat. Aber das wisst ihr auch. Das habt ihr mir ja damals gesagt. Jetzt kommt der 1. Platz, seid auch alle bereit dafür. Vor allem Dodo hinne in der letzten Reihe. Da haben wir das Marble Fate. Und da ist die Farbe doch deutlich schicker als beim normalen Fate. Oh, guckt euch das an. Es ist alles drauf. Alles. Und der Preis liegt bei lächerlichen
210 Euro. Also im Vergleich zu dem well-worn Damascus Steel natürlich ein Schnäppchen. Das ist klar, ein Schnäppchen sondergleichen. Ne? Hier ist nochmal eins mit etwas anderem Pattern und eben Stichy. Marble Fate kann schon echt was Schönes sein. Ihr wisst, alle, die cool sind, geben jetzt einen Daumen nach oben. Ganz klar, oder haben vielleicht sogar schon. Willkommen alle neuen Abonnenten und Zuschauer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.